Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte. Hofbergmann. Oh Mann, ich werd alt. So, pass auf, folgender Plan. Irgendwie eine Kurzschlussreaktion, aber manchmal hat man so Ideen. Ich dachte mir, hey, komm, wir verkaufen den jetzt. Hallo? Will den keiner haben oder was? Ich will den nicht reparieren, auch nicht konfigurieren. Ich möchte den verkaufen. Hallo? Ach so. Nee, doch, das müsste ich doch. Hä? Hi. Wollt ihr den nicht, oder was? Obwohl, das ist, glaube ich, egal. Wir können den auch von hier direkt verkaufen. Ich glaube, der Preis ist der gleiche. Weil es geht ja nach Betriebsstunden und so, ne? Hier. Obwohl, nee, guck mal, da steht es 53,2. Und was stand jetzt hier? Oder wollen wir vorher noch reparieren? Macht das dann doch Sinn? 58,6 steht da. Und wir warten den nochmal. Ah, genau. Man kann den nur repariert verkaufen. So ist das. Deswegen wieder was gelernt. So, und dafür kaufen wir uns. Dafür kaufen wir uns eine Mod, die ein Einzelner viel verlangt hat. Und ich habe es immer wieder versprochen und kam da mal irgendwie nicht zu. Und zwar habe ich mir jetzt mal runtergeladen. Ich habe mir das Pack nochmal angeguckt und die sehen echt gut aus. Und ich finde so als Ersatz jetzt für den Traktor gefällt mir nicht ganz gut. Und zwar gibt es diese verschiedenen Schlüter hier nochmal. Wie lange er auf dem Hof bleibt, ich weiß es nicht. Müssen sich halt bewährt machen, ne? In Rückvereinrichtung. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich ich habe hier so einen blöden Hustenbonbon noch, weil sonst hätte meine Stimme nicht durchgehalten. Sorry dafür. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt eingestellt habe. Ich würde aber ganz gerne den Highspeed nehmen. Was hat denn der Spezial nochmal? Dann der 200 PS. Aber wie hoch geht denn der hier? Zusatzbeleuchtung. Also eine Rundumleuchte brauche ich auf jeden Fall. EHR, digital und EHR. Was ist das? Weiß ich nicht. Einschubgewichte, Frontkraftheber ohne PTO, von mit PTO. Also wir brauchen Frontkraftheber definitiv und brauchen bei dem auch einen Frontlader. Standard plus Board und Weight. Puh. Keine Ahnung. Ist denn eher. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Standard, ne, und gucken dann später halt nochmal, was wir aus der Kiste noch rausholen können. 165 PS, da müsste es auch nicht locker reichen für unsere Baumpflanzgeschichte hier. Und ja, gucken wir uns erstmal an. Sehr schön. Hat ja auch einen Frontkraftheber halt, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken bei den Gewichten, ob da jetzt auch was dazugekommen ist für den. Das hier ist 320, 400 Kilo. Nehmen wir mal das 400 Kilo. Also ihr seht mich gerade so ein bisschen rätseln, weil ich einfach das gerade nicht einschätzen kann. Und wahrscheinlich sind die dann... Okay, wahrscheinlich kann man die dann so hochschalten oder so. Ich weiß es doch nicht. So, hängen wir erstmal den Traktor davor. Können wir hier Türen öffnen? Dann vielleicht auf der anderen Seite. Nö, schade. So, jetzt gucken wir von innen.
Wenn ihr wisst, was diese anderen Anzeigen heißen, dann gehen wir her damit. Ich meine, digital ist klar. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Wo ich die analoge Anzeige eigentlich ganz schön finde. Hat denn der hier irgendwie noch was drin? Oh ja. Aber die Fenster lassen wir jetzt zu. Wir haben 8 Grad. Das tut jetzt nie Not. Was ist das? Ich meine, die Hilfe einblenden. Frontfenster. Frontkraftheber öffnen. Achso. Den brauchen wir jetzt ja, ne? Ich finde ihn sehr schön auch vom Sound her. Den findet ihr, wenn die Frage gleich aufkommt, auf Modhoster. Okay, und nu? Ich glaube, die sind doch falsch, oder? Guck mal, die werden hier unten drunter geschoben. Aber das sind die Zapfen ein bisschen von beeinträchtigt. Also ich weiß es nicht, ob das so richtig ist. Aber unser Experte, Tara, du kannst mir das bestimmt sagen. Schreib doch mal einen Kommentar. Dann würde ich sonst nochmal ein normales Gewicht holen. Ne? So, jetzt gucken wir erstmal, wie er hiermit klarkommt. Ja, der hat auf jeden Fall... Ja, keine Probleme würde ich nicht sagen. Oder? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht, YouTube. Dann hauen wir das Gewicht nochmal weg. Und wo ist es denn? Hier. Jetzt bevor ich es vergesse, Balu, dein Link ist angekommen. Ne? Ich muss da nochmal gucken, weil er hat mir die Karte so ein bisschen umgebaut, also wie er sie halt spielt. Ne? Ich glaube, die wird am besten passen, so ein Ding da. Oder müssen wir schon 1500 dann nehmen? Ja, wahrscheinlich mindestens. Ne? Obwohl das vielleicht auch komisch aussieht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Farbe passt auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass diese Gewichte, die man jetzt hier dazu kaufen kann, speziell für den Schlüter, dass die einfach dafür sind, wenn du keinen Frontkraftheber hast. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ah, das hätte noch ein bisschen heller sein können. Jetzt gucken wir erstmal, wie es klappt hier. Doch, der ist genug Bodenkontakt. So. Der kannst du fällen, auch weil das ein Flug unten ist, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall auch nichts grubbern vorher. Und ich muss, so wie es aussieht, auch nochmal die Pflanzgeschichte runternehmen. Ich schau mal eben, ob ich jetzt den da vom Boden einfach aufnehmen kann. Verstehe ich nicht. Das müsste er ja so machen, ne? Der
Denn nur ein so ein Ding drauf? Sollen wir die nochmal runternehmen? Lass den Schlüter mal ein bisschen warm laufen. Dass es nicht so kalt in der Kiste ist. So, und jetzt müsste man den ja von der anderen Seite setzen. Ich meine, ich könnte es auch nochmal gerade probieren. Ob wir jetzt aufladen können. Nö. Wir haben noch keine Zeit. So. Also mal gucken, wie ich das jetzt hier hinkriege. Da kommt der nicht drüber, ne? Nee. Kannst du so auch nicht kippen? Nee, das wird nix. Zum Not müssen wir die weg nachbringen. Dass ich mal so ein Palettenteil hole oder so. Also irgendwie, wir haben ja drüben noch so Plattformwagen, ne? Könnten wir dann das damit machen. Ja, noch ein bisschen enger. Ich habe jetzt gerade die Idee, dass wir die seitlich draufstellen. Aber... ja, ein bisschen mehr Feingefühl braucht man schon. Ich glaube, das geht nicht. So, Tag 3 ist im Herbst jetzt angebrochen. Muss jetzt echt ein bisschen zusehen, dass wir unser Feld ist bestücken, also das heißt, ich muss gleich mal rüberspringen und den Traktor starten. Also ich glaube, das ist so nicht gedacht. Da stehen wahrscheinlich dann hinten die Helfer. Ne? Das geht so nicht. Nee. Da müssen wir uns dann für ein anderes Fahrzeug noch entscheiden. Die Frage ist ja auch, YouTube, welches Feld wollen wir denn nehmen? Feld 1 wäre vielleicht nicht schlecht. Wir sollen ein möglichst kleines Feld erstmal nehmen zum Testen. Und ich meine, Feld 1 ist einfach auch das kleinste. Dass wir das erstmal nehmen und dann ja einfach mal gucken, wie wir da mit dem Ganzen klarkommen. Gut, springen wir erstmal rüber zum anderen Traktor. Das war das Feld starten. Das Wasser müsste dann übrigens auch schon soweit sein. Ja, da bin ich mal gespannt hier mit der Kombi. Wir sind auf Feld 12, das heißt, wir brauchen hier einen Cosplay-Kurs, sonst wird das nichts, gerade mit dieser Insel in der Mitte. So, wir wollen düngen und sehen. Und mit Düngen müssen wir halt nochmal gucken. Das ist jetzt Feld Nummer 12, ne? Also der normale Helfer kommt hier nicht klar. Das kannst du vergessen. So, die Breite, das nochmal berechnen. Das sind 4 Meter. Startposition ist im Nordosten. Und wir fahren jetzt Richtung Süden. Das ist nochmal deaktiviert. Und wir brauchen...
Haben wir überhaupt ein Vorgewende? Na komm, machen wir mal eins. Und der soll so rumfahren. Das müsste ja nicht dann passen, ne? Vorgewinde-Ecken? Weiß ich nicht, was das ist. So. Kurs generieren. Jetzt den Traktor noch ein bisschen zurückfahren. Der hat so einen geilen Sound. Natürlich den ersten Wegpunkt. Speichern das Ganze mal. Feld 12. 4 Meter. Ein Vorgewende. So. Kurz speichern. Jetzt ist wieder diese Lenkung aktiviert worden. Die könnt ihr mit M deaktivieren. So. Und jetzt stelle ich meinen Abfahrer ein. Wir gucken mal, was passiert. Da stimmt doch was nicht. Er will irgendwie schräg anfangen, ne? Da haben diesen ganzen Dingern hier durchschalten, wisst ihr, wahnsinnig. Gut, machen wir es so. Boah, ich liebe diesen Sound. Ich wollte gerade sagen, haben wir alles richtig zusammengebaut oder warum fährt er jetzt nicht? Ich muss das Ganze nochmal an. Ja, so die richtige PS-Zahl dafür, ne? Der ist über 300 PS. Der sollte jetzt damit klarkommen. Und hier sieht man jetzt auch schön den Kurs, dass er hier dann die Mitte auch auslässt. Gut, dann vertraue ich mal darauf, dass das klappt. In der Zeit bringen wir den mal nach Hause. Wobei, wir könnten auch Follow Me anschmeißen. Wir müssen ja so oder so hier so ein Dingen kaufen. Genau. Du weißt nicht, was ich meine. Hey, Kleinmaschinen? Nee. Das könnte ja auch immer zu einfach sein. Wobei ich auch ganz gerne den Pritschen-LKW wieder hätte, ne? Kostet 148.000. Das wäre jetzt auch noch eine Idee, dass wir sagen, okay, wir bringen dann so ein paar Sachen rüber. Ich glaube fast, das machen wir mal. Auswählen. Kleinste Maschine aber. Den gibt es nur so. Dann würde ich einen vielleicht sogar einen hellblau nehmen. Designfarbe weiß. Ich weiß es nicht, was ist jetzt der Auflieger oder was? Keine Ahnung. Machen wir mal grau. 143.000. Also wir werden später nochmal eine Aufnahme machen von den ganzen Maschinen. Wenn wir jetzt sagen, hey, die und die brauchen wir nicht, dann hauen wir die wieder weg. Na? Ist dann so. Okay. Ach, wie jetzt? Das ist der hellblau. Naja, von mir aus. Da gibt es dann später ja auch noch einen Anhänger dazu. Den kaufe ich jetzt aber noch nicht, weil wir den echt noch keinen Bedarf jetzt dafür haben. Ne? So, pass auf. Dann klappe ich den schon mal auf. Oder ich fahre den mal ein Stück weg. Fällt mir jetzt gar nicht. Naja. Können wir zu Hause auch noch lackieren. So, und ich meine von draußen macht man die Kapazitätsänderung, hat der noch? Ah, okay. Das ist ja cool. Ich bin aktuell mehr im Shop hier als unterwegs auf dem Feld. So. Tür öffnen. Sehr schön. Gut,
Und dann können wir nämlich hier schön bepacken und musste mal gucken, ob wir später nochmal von der anderen Seite müssen. Aber jetzt muss der hier erstmal starten, sonst wäre das nämlich auch viel zu spät. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die um überhaupt zu pflanzen, ne? Und auf den LKW können wir noch ein paar andere Dinge packen, wie zum Beispiel Kram für die Hühner, was wir brauchen für die Zucht und so, ne? Ein bisschen was mitnehmen. Eier, Paletten und all den Kram. Nein, mein Schlitter ist kaputt. Ja, sorry, ich hatte auch extra Warnblinklicht an. Das sieht mit dem Gewicht scheiße aus. Das war echt unbedingt schnell. Umlackieren, da ist nichts passiert. Nichts passiert, YouTube. Ich war gerade mit meinem Lenkrad beschäftigt. Das hat sich hier so ein bisschen gelöst und puff. Mist. Ja, mal gut, dass wir hier noch kein Schadensmodell haben. Obwohl, mal gut würde ich auch nicht sagen, ich hätte es gern. Das wäre auch so eine geile Option, wenn der Trecker jetzt völlig Schrott wäre, oder? Und total jetzt hinüber, total verbeult und, boah. Müsst einen neuen kaufen oder halt reparieren. Der Optimat durch den Reifen. Mist. Gucken wir gleich mal. Ach, hier ist ja schon unser Feld. So. Das ist echt ziemlich schmal, ne? Mit dem Teil hier. Aber ich glaube, wir können auch den normalen Helfer starten. Die Kante ist ziemlich eng, also sehe ich ein. Müssen wir das irgendwie machen? Ich kann mich mal wieder ausmachen. Ich mal Allrad rein. Ja, also er müht sich auch schon heftig ab hier, ne? Die PS-Zahl war ja jetzt gar nicht so gering. Aber ich glaube, schneller geht das auch nicht. So, den Rest kann er aber alleine fahren. Ich hoffe mal, das ist so okay, so dass es nicht gegrubbert ist, aber ey. Ja, das ist. Oh, wie süß. So, wir müssen zum Face-Optum. Mein Freund, wo fährst du hin? Ah, du wolltest bis zum Ende fahren, okay. Und dann wollte er drehen, oder? Einmal drumherum ist er, glaube ich, schon gefahren.
Selbst unsere 300 PS-Kiste hier muss ganz schön ackern. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Heute ein bisschen länger am Sonntag. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder. YouTube, macht's gut.